Ja, dann geh aufs Klo, gut. Schön, dass das jetzt geht. Das wird nicht funktionieren. Ja, das ist klar. Das ist, wird nicht funktionieren, dass ich hier Wasser ins Glas fülle. Nein, ich will nicht in Davids Büro. Nein, ich will darüber. So. Timo? Lisa, hi, wie geht's dir? Hör zu, Timo, kommst du bitte morgen um 10 in die Etage? Wir erwarten einen Gast, die Designerin von Rack Deluxe, und du musst auch da sein. Na klar, logisch. Kann ich machen. Wie war dein Urlaub? Ich hab nicht viel Zeit, Timo. Wir können alles morgen in Ruhe besprechen, okay? Ja, gut. Ich bin ja sowieso noch im Stress. Bis morgen dann, ja? Ja, bis morgen. Den Punkt kann ich abhaken. Schön. Was habe ich denn jetzt noch zu tun? Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Sektempfang ist doch auch organisiert. Ich bin fertig. Feierabend. Würde ich jetzt mal sagen. Herr Seidel, ich bin's nochmal. Haben Sie ganz... Nein. Aber ich bin doch fertig. Wir können nichts faxen, okay. Das wird nicht... Ja, wieso ist hier so viel Krach? Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern, die alle an unterschiedlichen Orten sind. Ah, da ist Ich entschuldige nochmal. Ja. Also dann, ich... Na endlich. Ja, also mit der habe ich jetzt alles geklärt. Mit der alten Schabracke doch wohl auch. Hallo. Also dann bestehen Punkt. Ah, jetzt kann ich den Punkt abhaken. Das heißt, jetzt habe ich alles gemacht. Was hat sie jetzt gesagt? Oh, egal. Jetzt bin ich aber mit allem fertig. Herr Seidel, ich habe... Nein. Muss ich noch mit dem Herr Haas reden? Herr Haas, ich war... Aber warte. Also ich muss frisch... Den Punkt kann ich abhaken. Ja, ich habe jetzt alle Punkte schon mehrmals abgehakt. Das Teambriefen, Sektempfang organisieren und Hotelzimmer für... Ich habe alles gemacht. Nein, ich brenne also hier lang. Was soll ich denn noch tun? Muss ich noch einmal mit der... Entschuldige nochmal. Ja, also, na endlich. Ich bin müde. Ich sollte wirklich nach Hause gehen. Gut. Wuhu. Oh, hallo, Papa. Nein, hier, hallo. Hallo. Namen, Papa. Na, Schnattchen, wie war dein Tag? Sag mal, du bist ganz schön spät dran. Hast du viel zu tun gehabt? Furchtbar. Der ganze Urlaub ist hin. So schlimm? Du, die halsen dir einfach zu viel auf. Das darfst du dir nicht alles gefallen lassen, Lisa. Doch. Da arbeiten auch noch andere Leute in eurer Firma. Nein. Komm, erzähl mal, was war denn los heute? Ich brauch mal deinen Rat. Aber klar, Schnattchen, raus damit. Wo drückt der Latsch? Och, das wird noch. Ich hab dir doch von diesem Joint Venture erzählt. Ja, sicher. Gibt's damit Probleme? Du warst doch so stolz darauf, dass ihr das durchgesetzt habt. Das war deine Feuerprobe, Prinzesschen. Das musst du jetzt einfach durchziehen. Ich weiß, Papa. Aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl mehr dabei. Niemand hat an der Sache weitergearbeitet, während ich im Urlaub war. Nicht mal David, ich meine Herr Seidel. Es ist überhaupt nichts vorbereitet. Das halbe Team wusste nicht Bescheid. Also, und morgen kommt diese Designerin der anderen Firma. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles so schnell noch in den Griff kriegen soll. Schnattchen, das schaffst du schon. Lass dich nicht unterkriegen und vertrau einfach auf deine Fähigkeiten. Wenn die anderen sich nicht so ins Zeug gelegt haben, dann vielleicht doch nur, weil sie dir vertrauen, dass du die Sache schaukelst. Morgen früh stehst du auf, ziehst dich nett an und dann trittst du der Dame selbstbewusst mit erhobenem Haupt gegenüber. Gut, Ich habe ziemlichen Stress mit einer Kollegin. Ach, mit dieser Hoffmann, ja? Ist die immer noch nicht zur Vernunft gekommen? Himmel, irgendwann müsst ihr euch doch mal vertragen. Ihr seid erwachsene Menschen, meine Güte. Soll ich mal mit ihr reden? Um Gottes Willen, Papa. Du kannst doch nicht sagen, dass ich erwachsen bin und dann soll ich zu ihr hingehen, als wäre ich ein kleines Mädchen. Ich muss irgendwie versuchen, mit Sabrina umzugehen. Aber ich weiß nicht wie. Sie ist gemein und hinterhältig. Sie macht mich schlecht hinter meinem Rücken und
Sie ist die beste Freundin von Davids, von Herrn Seidels Verlobter. Wie soll ich mich da wehren, selbst wenn ich wollte? Wehren? Mensch, ihr macht da eine Arbeit. Ihr steht da nicht im Boxring. Sei professionell, höflich und ansonsten ignorierst du sie. Schnatti, du darfst dich niemals auf das Niveau eines Menschen begeben, dessen Verhalten du falsch findest. Du triffst sie mehr, wenn du freundlich bist und ihr damit zeigst, wie schäbig sie sich aufführt. Ich habe manchmal Zweifel, dass der Job das Richtige für mich ist. Was? Ich auch. Wie kommst du denn darauf? Du bist doch die beste Kraft, die diese Leute einstellen konnten. Du bewährst dich, du hast Erfolg, es läuft doch alles wunderbar. Ja, es läuft ja auch ganz gut. Aber weißt du, alle bei Kerima sind attraktiv und selbstbewusst und weltgewandt. Und ich? Prinzesschen, so darfst du nicht denken. Du bist du. Deine Mutter und ich, wir lieben dich und wir wissen, dass du es allen zeigen wirst. Und trotzdem haben wir nicht volle Aufmerksamkeit, Kooperation und Sympathie von ihr. Komm, raus damit. Es gibt da etwas, das ich dir erzählen müsste. Was muss ich denn noch alles reden? Na dann schieß mal los. Du erinnerst dich an Jürgen? Jürgen Decker. Jürgen? Natürlich. Der hat jetzt den Kiosk bei euch um die Ecke, nicht? Was ist mit ihm? Ich möchte etwas für ihn tun. Ich glaube, er ist nicht glücklich in seinem Kiosk. Er versauert da. Und er sagt selbst, dass es ihm keinen besonderen Spaß mehr macht. Er wirkt irgendwie einsam. Aber ich weiß nicht, wie ich ihm helfen könnte. Naja, vielleicht erwartest du zu viel von dir, Schnattchen. Einen neuen Job kannst du ihm ja sicher nicht besorgen. Aber du kannst ihm eine Freundin sein. Das ist doch schon sehr viel, meinst du nicht? Es ist wegen Herrn Seidel. Was gibt's denn mit dem? Ich liebe ihn. Du willst den Jungspund doch nicht etwa heiraten, oder? Doch. Heiraten? Ich? Ach, Quatsch. Wie kommst du denn auf sowas? Ich wollte... Ach, naja, nicht so wichtig. Schnattchen, was ist denn los? Hab ich was Falsches gesagt? Das war doch jetzt nur ein Scherz, Schnattchen. Ein Witz. Schnattchen. Ich überlege, ob ich meinen Typ verändern sollte. Ach, du liebe Zeit. Das wollte deine Mutter auch mal. Du, ich kann dir da Fotos zeigen, mein lieber Scholli. Aber nur, Schnattchen, aber nur, wenn du es ihr nicht erzählst. Papa, das ist nicht witzig. Ich bin nicht immer glücklich mit mir. Ich meine, sieh mich doch mal an. Würdest du mir die neue Kerima-Kollektion abkaufen? Nein. Und würdest du mich in eine Cocktailbar einladen oder ins Kino? Nein. Also deine Mutter habe ich eingeladen. Auch als sie ihren Typ verändert hat. Obwohl sie ihren Typ verändert hat. Ich habe noch eine andere Sache. Wie war denn dein Tag? Erzähl mal. Langweilig. Was hast du denn so gemacht? Schnattchen, naja, das weißt du doch. Nichts. Nicht viel, was soll ich schon machen? Lass uns jetzt nicht davon sprechen, bitte. Ach, Papa. Nun lass mal. Das geht bald wieder besser. Ich finde schon was. Wo ist Mama? Mama. Na, unterwegs. Ich glaube, irgendwo in der Stadt. Oh, habt ihr Probleme? Weiß sie? Es geht schon, Schnattchen. Vielleicht sollte ich doch mal mit ihr reden? Ich weiß auch nicht. Ich bin müde. Ich glaube, ich gehe schlafen. Ja, mach das, Schnattchen. Boah, also, das Spiel ist echt Hammer. So, gehen wir jetzt noch ein bisschen an den PC, noch ein Let's Play aufnehmen. Nein? Gut, dann schauen wir uns das Bett an. Ich sollte etwas anderes probieren. Ich bin müde, ich gehe schlafen. Muss ich vorher noch das Tagebuch. Puh, na, das war vielleicht ein Tag. Die Urlaubserholung ist hin. Niemand bei Kerima hat auch nur eine einzige Sache für unser Projekt erledigt. Mit Sabrina komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich dachte, sie wäre nett oder wenigstens professionell. Aber sie ist nur gemein. Und David? Ich weiß nicht. Er könnte mich ruhig ein bisschen ernster nehmen, nach allem, was wir vor meinem Urlaub zusammen geplant und durchgemacht haben. Immerhin habe ich die Businesspläne für ihn gemacht. Alle. Wir haben stundenlang abends zusammen im Büro gesessen. Wir waren ein richtiges Team. Eine verschworene Zweiergemeinschaft, die zusammenhielt durch dick und dünn. Jetzt ist er wieder total geschäftsmäßig, so distanziert. Aber das muss er wohl so machen. Immerhin ist er mein Chef.
Die anderen müssen wissen, dass zwischen uns ein rein berufliches Verhältnis besteht. Oder es denken. Es ist besser, wenn ich mich daran gewöhne, dass ich eben seine Assistentin bin. Nicht mehr, nicht weniger. Trotzdem, er hätte ruhig ein paar Dinge vorbereiten können. So wie die Dinge jetzt stehen, laufe ich morgen ziemlich ins offene Messer. Tja. Hoffentlich hilft mir David. Bestimmt tut er das. Nicht. Und diese Annabelle Kirchbach? Wie die wohl aussieht. Scheiße. Bestimmt ist das wieder eine von diesen makellosen Modetussen. Aber vielleicht ist sie ja auch eine dicke, hässliche, unattraktive Unschuld vom Lande. Ein Mauerblümchen mit dicker Brille und... Ach naja, ist ja auch egal. Ich muss schlafen. Morgen wird ein langer Tag. Ich kann nur hoffen, dass wenigstens Herr Haas sich bis morgen beruhigt hat. Gute Nacht, Tagebuch. Und gute Nacht, David. Oh, wie süß. Nächster Tag. Eintragen. Okay, dann darf ich... Schauen wir nochmal in den Kleiderschrank. Vielleicht mal wieder dieses. Die Farbe gefällt David nicht. Das vielleicht? Hab ich denn nicht? Ich muss dringend einkaufen. Wunderschön. Das mag er bestimmt nicht. Das vielleicht? Zu gewagt. Das? Nein, zu spießig. Hab ich denn nichts, was mehr... Komplett einfarbig. Peppert? So, und jetzt mit dem Zeug ins Bett. Guten Morgen. Ah, jetzt bin ich attraktiver, beliebter und selbstbewusster. Ganz normal. So, aber ich würde sagen, der erste Tag ist rum. Beenden wir hier das erste Let's Play. Damit sage ich dann bis zum nächsten Mal und ihr dürft jetzt noch live zuschauen, wie ich speichere. Tag 1. Gut, bis zum nächsten Mal.